Die Kinderklinik St. Augustin besteht seit nun fast 50 Jahren, wurde in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre gebaut und war ursprünglich eigentlich eine rein konservative Klinik. Im Jahr 2002 wurde die Kinderklinik vom Asklepios-Konzern übernommen. Mit Asklepios wurde investiert. Wir haben uns weiterentwickeln können. Es wurden neue Fachabteilungen gegründet, insbesondere die Kinderneurochirurgie und Orthopädie rausgelöst aus der Chirurgie und als eigene Fachabteilung weiterentwickeln. Und auch das Deutsche Kinderherzzentrum hat sich dann durch Investitionen und durch auch Personalzugewinn deutlich entwickeln können. Und Asklepios unterstützt uns in vielen Bereichen, insbesondere in dem Thema Patientensicherheit, Qualitätsmanagement sind wir führend und das ist auch etwas, was uns als Klinik sehr viel weitergebracht hat. Also was ganz wichtig ist, wir haben ja viele Operationen, so wie jetzt auch gerade bei diesem kleinen Kind, diesem Neugeborenen, die kommen ja ganz planmäßig zu drei Operationen. Und jedes Mal Exposition gegenüber Latex und dem Risiko von Allergien, das ist überzeugend. Also die Vorteile auf die für die latexfreien Handschuhe ist halt der, wir machen zwar, wenn wir die Kinder annehmende Patienten abfragen, ob Latexallergien bestehen, aber dadurch, dass wir jetzt generell alles auf latexfrei umgestellt haben, auch die Handschuhe, ist es halt so, dass man nicht Gefahr läuft, trotzdem eine versteckte Latexallergie halt herauszufischen und die Kinder halt einen anaphylaktischen Schock oder halt so stressen mit der Latexallergie, sodass wir halt alles auf latexfrei umgestellt haben. Nicht die Gefahr besteht, dass wirklich einer dann dadurch wird. Also insofern sind die latexfreien Handschuhe, OP-Handschuhe, aber auch die Einmalhandschuhe sind Teil von unserem Gesamtkonzept, dass wir insgesamt in der Anästhesie latexfreie Materialien benutzen. Ich selbst habe eine Latexallergie, von daher weiß ich sehr gut, wie wichtig es ist, mit Handschuhen zu arbeiten, die latexfrei sind. Vorteile der latexfreien Handschuhe sind natürlich einmal die Logistik. Wir haben statt zwei Schränke voll mit verschiedenen Handschuhen einen halben Schrank voll. Selbstverständlich sehen wir auch Vorteile in der Bestellung. Es gibt keine Größe oder Art von dem Handschuh zu wenig oder zu viel. Grundgedanke unseres Sicherheitskonzeptes ist ja immer, wie schaffe ich es, den Faktor Mensch so weit wie möglich zu eliminieren. Als wir uns damals dem Thema Latexallergie angenommen haben, haben wir festgestellt, dass wir in unserem OP einen bunten Mix an unterschiedlichen Materialien hatten. Also wir hatten latexhaltige, latexfreie Handschuhe, andere Materialien, die wir auch in der Anästhesiologie verwenden. Und dann muss man jedes Mal nachdenken, habe ich jetzt einen Patienten, der latexfreie Produkte benötigt oder nicht? Und allein dadurch, dass ich schon mir Gedanken darüber machen muss, habe ich schon eine gewisse Fehlerquelle. Und das war der Auslöser für uns, dass wir gesagt haben, wir müssen alle Latexprodukte komplett eliminieren, also auch OP-Handschuhe. Unser Sicherheitskonzept ist, das System so sicher zu machen, dass wir gar nicht erst mehr nachdenken müssen, ob da eine Allergieneigung besteht oder nicht. Ja, ich habe erfahren, dass wir die erste Kinderklinik in Deutschland sind, die komplett auf latexfreie Materialien umgestellt hat. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht davon. Für mich ist es eigentlich ein logischer Schritt, dass man als Kinderklinik diesen Weg geht, was Patientensicherheit angeht, aber ist natürlich auch immer eine nette und schöne Überraschung gewesen. Ich habe mich gefreut.